Herzlich willkommen zu unserem neuen Tutorial. Heute gebe ich euch eine Einführung in unsere Online-Bezahlmöglichkeit, das E-Payment. Ich bin mit meinem Bibliothekskonto eingeloggt und sehe, dass ich derzeit offene Gebühren in Höhe von 18,95 Euro habe. Ich klicke auf den Reiter Gebühren und kann mir jetzt genau anschauen, für was die Gebühren angefallen sind. Ich habe dreimal Versäumnisgebühren, eine Jahresgebühr und eine Gebühr für eine Vorbestellung. Über die Auswahlkästchen auf der linken Seite kann ich auswählen, welche Gebühren ich bezahlen möchte. Sobald ich Gebühren ausgewählt habe, wird bei dem Button Bezahlen die Summe der ausgewählten Gebühren angezeigt. Als nächstes klicke ich auf den Button Bezahlen und werde sofort weitergeleitet. Jetzt habe ich die Möglichkeit, eine SEPA-Lastschrift anzuweisen. Ich klicke auf SEPA-Lastschrift und werde nun dazu aufgefordert, meinen Namen und meine IBAN einzugeben. Wenn ich das gemacht habe, klicke ich auf Jetzt bezahlen. Anschließend werde ich wieder zu meinem Bibliothekskonto zurückgeleitet. Hier kann ich mir den Zahlungsauftrag auch ausdrucken lassen. Viel Spaß beim Ausprobieren!